Auch das ist ein Spiel, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, die mir nicht missfallen hat, nicht zweckentfremdet wurde, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. Ursprünglich wollte ich halt dort halt irgendwelche Zusatz-Dungeons und sowas machen. Bin aber letztendlich halt auch zum Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn ich es einfach dabei belasse. Weil ist so. Und ja. Selbiges denke ich mir halt auch so ein bisschen so bei Minecraft. Vielleicht sollte man es einfach irgendwann dabei belassen. Und bei Final Fantasy 15 ist mir halt dann nochmal bewusst geworden, warum ich halt oftmals diese Zusatzdinge halt manchmal einfach nicht mache, zumindest nicht im Let's Play. Weil es sind halt einfach nur Content-Strecker. Um es mal ganz so auszudrücken, wie es halt ist. Ne? Es ist halt wenig Mehrwert dahinter. Und von daher auch kein wirklicher Nutzen, weder für mich als Spieler noch für den Zuschauer. Na, also, um das halt nochmal zu verdeutlichen, in Final Fantasy 15 gibt es halt extra Dungeons, die halt nochmal schwere Monster beinhalten und sowas. Und für ein höheres Level gedacht sind, die du halt dann erst machen sollst, nachdem du dann das Spiel quasi abgeschlossen hast. Und ja, dann kannst du dann halt dich dann quasi dann nochmal beweisen und hast du nicht gesehen. Und quasi dir selbst zeigen, dass du der Tollste bist und die ganz schweren Monster besiegen kannst sozusagen, ja? Und ja gut, belassen wir es dabei. Reicht jetzt. Das Problem, das dabei halt wirklich entsteht, ist halt, die Dungeons sehen halt alle komplett gleich aus. Na, es ist halt immer irgendwelche Höhlengänge und sowas und fertig ist. Und es bringt dir im Prinzip halt nichts. Du hast keinen wirklichen Charakterfortschritt. Also du bekommst halt Waffen, aber die sind halt auch nicht wirklich so pralle. Klar, du levelst halt nochmal ein bisschen mehr auf, dadurch, dass es halt stärkere Gegner sind und sowas. Aber es bringt dir halt auch nichts. Du bist fertig mit dem Spiel. Schon seitdem du damit angefangen hast. Und das ist so, ja, so einer der Gründe, warum ich halt so diese Zusatzdinger, die du halt oftmals machen kannst, wenn du halt irgendein Spiel abgeschlossen hast und so, da einfach nicht mehr fürs Let's Play machen. Es ist einfach, irgendwann ist gut. Ne? Dieselben Gedanken habe ich manchmal halt auch mit Minecraft. Irgendwann ist gut. Ja. Irgendwann. So, jetzt wollen wir doch nochmal schauen, was ich jetzt hier anders gemacht habe als bei den neuen. Da ist ein Slab, da ist ein Stein. Treppe, Stein, Stein, Slab. Treppe, Stein, Slab. Irgendwas habe ich anders gemacht. Schönes Bild, ich erkenne sehr viel. Hier ist gar nicht Treppestein-Slab, sondern auch Treppestein. Aber irgendwas ist da anders. Also abgesehen von Breite. Irgendwas ist da anders. Was? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht.
Na gut, da würde ich sagen, so langsam, aber sicher, könnten wir hier theoretisch anfangen, den Boden auch rauszuzimmern. Wir müssen dann teilweise halt auch nochmal einen Unterboden erstellen, dadurch, dass wir halt hier Erde reinzimmern müssen und sowas. Wegen Kies, der verlegt wird und. Ja. Wir haben ja viel zu tun, wenn wir hier dann die Burg weiter auskleiden und so. Das wird super. Also wird ganz toll, wird das. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann ist halt auch so die Frage, wohin soll das alles hier gehen? Die Katzen müssten eigentlich so temporär eigentlich erstmal raus aus der Burg. Damit wir hier Platz haben für die ganzen Bauten. Ohne dass hier die Katzen hier die ganze Zeit nach unten befördert werden. Kommt mal alle mit. Jetzt dürft ihr alle mitkommen. Ihr dürft Burgwache spielen. Stehst du? Ich glaube, der steht. Muss auch nochmal entschuldigen, ne? Derzeit haben wir halt im Hintergrund Dacharbeiten. Und tagsüber, also jetzt gerade, ist es gerade 8 Uhr geworden. Und dann fangen halt die Bauarbeiter dann an zu werkeln. Und das ist halt derzeit tagsüber halt immer ätzend. Ja, man kann nicht mal in Ruhe aufnehmen, weil halt ständig da irgendwelche Bauarbeiter sind, die erstmal meinen, ja, wir machen mal Krach. Ja, Punkt 8 Uhr, Krach. Der Punkt 8 Uhr, Krach. Ist immer super. Ja, so ist das. So ist es einfach. Immer wieder furchtbar. Aber was willst du machen? Musste halt durch. Und nicht groß meckern. Ne? Vor allem das Schlimme ist, die. Also vom Vermieter hieß es halt damals, ja. Wir kommen so Ende Januar und sind Ende Februar weg. Ja. Straßenschild sagt was anderes. Ja, hier ist jetzt nicht mehr parken ab Anfang Februar bis Anfang April. Ich mir denke so, ja, super. Ja, super. Und das dann halt auch noch, ne, während ich dann halt Urlaub hab und sowas. Yeah. Weißt du, wo ich mir da halt immer so vornehme? Ja, ey, Urlaub, ey, zocken, ey, aufnehmen, hey. Ja. Ich meine, wahrscheinlich werde ich es tun, auch mit Hintergrundgeräusche. Aber, ja, es ist nervig. Vor allem, wir hatten halt hier bei uns in letzter Zeit sowieso sehr viele Bauarbeiten. Ende letzten Jahres war es halt irgendwas, was wir draußen an Leitung gemacht haben und so weiter. Und das zog sich halt schon 2,5 Monate hin. Da konntest du da auch nicht parken. Ich meine, gut, betrifft mich sowieso nicht. Aber die ganze Straße war halt gesperrt, Müll konnte nicht abgeholt werden. Dann musstest du erstmal 3 Straßen weiter so gefühlt. Und ja, in letzter Zeit ist halt hier echt viel mit Bauarbeiten. Gerade Dacharbeiten, weißt du, man soll halt auf dem Dach hängen und dann erstmal ordentlich drauf loshämmern. Lebe ich ja, ne? Also gar nicht. Ah, was soll's. Irgendwann ist es auch vorbei. Und dann mal schauen. Ja. So. Das wird jetzt ganz toll, ne? Weil ich auch voll die Ahnung habe, wie ich das hier alles genau haben will. Nicht? Theoretisch müsste ich eigentlich anfangen, hier so die ersten Gebäude halt hinzuzimmern und dann den Weg halt dementsprechend dann zu bauen. Beziehungsweise halt zumindest das Zentrum, das könnte ich ja ausmessen. Wo denn das Zentrum ist. Oder das zukünftige Zentrum, das in Bälde kommen wird. Ja, das könnte man tun. Hier diese Eisblöcke. Können eigentlich auch da bleiben. Störe mich jetzt nicht wirklich. Okay.
Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, jetzt hört man es gerade echt heftig im Hintergrund. Zumindest sind wir gleich am Ende der Aufnahme. Ich hoffe, ihr dürft bald mir in meinem Part des Hauses sind dann auch bald beendet. Ist halt auch nochmal so ein Stressfaktor, der nochmal on top kommt, weißt du, wenn er halt dann nicht mal als das Player dann vernünftig aufnehmen kann, weil halt ständig irgendwo irgendwelche Bauarbeiten sind. Das ist ein Traum. Und dann da so diese Bauarbeiterwirklichkeit, weißt du? Hauptsache es ist 8 Uhr, wir können anfangen, Leute, wir können anfangen. Furchtbar. So. Wir sind gleich am Ende. Da hat auch das Gehämmere auch ein Ende. Also für euch zumindest. So, das waren jetzt 35? 35, ja. Das heißt, die Mitte wäre jetzt in dem Fall bei 15, 16, 17, 18, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Einfach nur mal für die spätere Abmessung. Ich hätte halt gern halt so im Zentrum des ganzen Gedöns dann irgendwie so ein Brunnen. Ja, Brunnenhype. Ja, vielleicht auch Baumhype, man weiß es noch nicht. Da müsste ich halt jetzt noch dementsprechend abmessen, wo dann hier die Mitte ist und so. Oh, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Also wenn ich jetzt hier auch wieder die 35er Breite habe, was ich jetzt gerade nicht weiß, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten das ja hier komplett quadratisch aufgebaut. Jo. Okay. So. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Richtig? Es fehlen jetzt 18 im Gepäck. Perfekt. Ich orientiere mich dann halt immer an vollen Stacks und sowas. Einfach nur, ne, weil wegen ist so. So. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie die Mitte finden. Ich muss auch gleich schlafen. Dann können wir auch dann in die Aufnahmepause gehen, sobald wir dann halt dann die beiden Linien verbunden haben. Und dann wissen, wo die Mitte ist, damit wir dann halt beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Male dann dort weitermachen können. Bestimmt super, vielleicht eventuell. Warum habe ich die Tür aufgelassen? Bin ich denn wahnsinnig? Wahrscheinlich, ja. Aber es ging gut aus. Ja, 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 ja. Plopp. So. Boah, schon ein guter Anfang. Jetzt hier nochmal. Ja, wie viele auch von den ganzen Viechern hier sind, ne? Ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimmer, schlimm, schlimm. Aha. So, das heißt, hier hätten wir den Mittelpunkt. Und hier können wir dann einen Brunnen errichten, irgendwo einen Baum hinpflanzen oder so. Oder vielleicht auch beides. Vielleicht ein Baum, der umringt ist von mehreren Brunnen. Oder. Ne? So typisch, ne, irgendwas, was Mammut baut, hat immer irgendwie mit Bäumen zu tun. So, als wäre ich Förster oder sowas. Aber nein, bin ich nicht. Werde ich nicht, werde ich auch nicht mehr werden. Ja, aber ich mache mir jetzt Gedanken dazu, wie ich was hier genau haben will. Und dann mache ich halt alles drumherum und dann machen wir alles so, wie es sein soll. Vielleicht auch halt irgendwann da hinten hier das Anführungszeichen-Schloss, Minischloss, was auch immer, die Residenz.
des Burgherren. Frag mich nicht. Ne? Aber irgendwie so was in der Richtung. Wird bestimmt super, wird bestimmt knorke, wird bestimmt ganz toll. Warum hau ich das jetzt eigentlich weg? Ich hab keine Ahnung. Einfach mal, ne, vollkommen willkürlich irgendwie was weghauen. Standard. Katze findet das auch toll, ne? Willst du einen Apfel? Meiner. Fisch habe ich nicht mehr im Winter. Setz dich ruhig hin. Wobei, du kannst auch, ne? Hier, komm mal rüber hier. Musst ja jetzt nicht so fern ab von dem Rest hier rumsitzen. Emo-Katze. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wie das dann von hier aus weitergeht und wie das dann überhaupt mit allem und drum und dran weitergeht. Vielleicht bauen wir auch einfach die Hütte zu irgendwas weiterem aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, das finden wir dann halt heraus. In der nächsten Folge von Minecraft, ich kann ja auch hier draußen Verabschiedung machen. Wir sind ja, ne? Es ist ja nicht nachts. Wir sehen uns in der nächsten Folge wahrscheinlich im Live-Let's Play, wenn das gut geklappt hat. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.